Die Abhängigkeit von digitalen Medien ist weiter verbreitet, als viele von uns denken. Unter Gaming-Sucht oder Videospielabhängigkeit versteht man den exzessiven Konsum von Videospielen. Dabei ist die Zeit, die man mit dem Medium verbringt, gar nicht so entscheidend, sondern wir schauen eher auf Lebensbereiche, die darunter leiden. Also zum Beispiel die Schule und Freizeitgestaltung. Unter Social-Media-Sucht versteht man den exzessiven Konsum von Social-Media-Angeboten, also zum Beispiel Instagram oder TikTok. Betroffen sind hier meist Mädchen und junge Frauen und nicht selten zeigen sich noch weitere Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel ein ungesundes Körperbild oder eine begleitende psychische Erkrankung. Bei uns am Standort in Königs Wusterhausen bieten wir sowohl für Gaming als auch für Social Media eine Gruppentherapie an. Gruppe heißt, die Jugendlichen treffen sich einmal die Woche und arbeiten gemeinsam an dem Problem. Ziel ist dabei eine sogenannte Teilabstinenz, das heißt, die Medien sollen weiter konsumiert werden, aber so, dass der Alltag nicht darunter leidet.